In München haben die Tore des 188. Oktoberfest geöffnet. Bei sonnigem Spätsommerwetter war der Andrang dementsprechend groß. Doch trotz freundlicher Wettervorhersagen sind die Verantwortlichen der Wiesn unsicher, wie angesichts der hohen Inflation und wirtschaftlicher Sorgen die Umsätze ausfallen. Die Preise für Bier und Speisen sind dieses Jahr erneut gestiegen. Die ersten Gäste sind dennoch begeistert. Also ich war noch nie auf so einer großen Kirmes, wie wir in Köln. Also ich komme aus Köln und deswegen glaube ich, finde ich das echt cool mit dem Ganzen hier und dass so viel los ist, so viele Leute, man wirklich so viel machen kann. Vorfreude war riesig bei meinen Freunden, alles. Wir waren schon auf dem Frühlingsfest und haben uns gefreut hier auf die Wiesn, aufs größere Zelt hier alles. Weil seit Wochen fiebern wir dem Event hier entgegen, genau. Zum größten Volksfest der Welt erwartet die bayerische Landeshauptstadt bis zum 3. Oktober rund 6 Millionen Besucher.